Moin moin Leute, heute öffnen wir mal ganz komische Sachen und zwar ist das relativ kurz, aber richtig nice und zwar habe ich hier von einem Laden hier zweimal Blister bekommen, einmal hier Astral Radiance und hier auch nochmal ein Blister, ich glaube die sind einmal Englisch und einmal Deutsch, genau. Haben wir uns hier geholt aus dem Laden und ich wollte es jetzt einfach mal aufnehmen, um zu gucken, ob wir aus so ganz einfachen Blistern vielleicht was krasseres kriegen als ein komplettes Display Astralglanz. Ja, wie gesagt, einmal in TCG englische Variante und einmal hier auf Deutsch. Ich würde sagen, wir öffnen zuerst die deutsche Variante. Hier haben wir eine kleine Promokarte dabei und dann haben wir noch hier eine Münze dabei. Die Promokarte ist hier Toxel und das hätte 6,95 gekostet, beziehungsweise hat 6,95 gekostet. Und wir gucken einfach mal, was drin ist. 6,95 für ein Booster und eine Karte. Schon viel, muss ich sagen. Oh, super, super aufgemacht. Die Verpackung ist halt echt nicht einfach aufzumachen. Ich bräuchte eigentlich ein Messer. Müsste ich mir auch mal anschaffen für den Kanal. So, okay. Wir haben hier einmal das Booster jetzt hier in der Hand. Astral Radianz. Radianz, Astral Glanz. Und dann haben wir einmal hier ganz vorsichtig die Promokarte. Die Münze hier aus Plastik. Hier haben wir die Promokarte. Toxel. Fusion Strike hier. Tun wir mal einhüllen. 6,95. Ich finde das gerade übel viel. Ist es normal, dass ein Blister mit einer Sache so viel kostet? Weiß nicht. Schreib es mal gerne in die Kommentare, ob das üblich ist. Aber das ist ja übel wenig, Bro. Ich habe jetzt nur eine Karte, eine Promo und ein Astralglanz Booster. Und da kann ja absolut nichts drin sein. Ich finde es gerade voll teuer. Weiß nicht, ob ich mich gerade nur so fühle oder ob es nicht so ist. Egal. Wir haben hier ein Magnemite, ein Reiz. Ich tue die auf Englisch vorlesen, weil ich weiß nicht alle Namen auf Deutsch. Snubble Mistravus. Der ist auf jeden Fall anders. Auf Deutsch weiß ich. Barbo. Ist es ein Blaubarsch? Ey, Keldeo, so oft. Und wir kriegen. Ey, wild. Wild, eine Trainerkarte. Siehst du? Ey, Bro, ich glaube, das ist krass. Ich glaube, das ist wild. Okay, wir kriegen hier eine... Trainerkarten sind immer sehr beliebt, weiß ich nur. Leute, wir haben eine Trainerkarte. Ihr seht es hier gerade eingeblendet, wie viel es wert ist. Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Aber habe ich den Preis raus? Ich weiß es nicht. Muss ich danach mal schauen. Zisu, ey, das interessiert mich gerade, wie viel die Zisu Trainerkarte wert ist, Leute. Ich gucke es gleich mal während dem Video und sage es euch gleich mal. Da haben wir natürlich noch Whiskash, Sweet Honey und Cricket Tune. Ich muss jetzt kurz gucken, Leute, wie viel die Karte auf Englisch wert ist. Okay, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Die Karte liegt bei 2,50. Aber ist okay, Digga. Wir haben eine Trainerkarte bekommen. Ja, wir haben jetzt das Geld nicht raus, aber so, es hätte schlechter ausgehen können. Deswegen finde ich es ganz okay eigentlich tatsächlich. So, machen wir das nächste auf. Wir haben hier jetzt auf Deutsch dreimal Astralglanz und eine Evoli als Promo. Plus nochmal hier eine Spielmarke oder wie schon gesagt eine Münze wie vorhin. Gucken wir mal, ob das uns hier ein bisschen mehr Glück bringt. Oh, diesmal geht's besser auf. Zack, guck mal. Die deutschen Produkte gehen viel besser auf als die englischen, ey. Münze mit Evoli. Code für euch. Zack. Und ganz schnell. Perfekt, die Evoli-Karte auf den Boden gehauen. Super schönes Artwork. Wow, sieht cool aus, Leute. Ich mag die Evoli-Karte. Wir haben jetzt so ein bisschen Glitzer, Glitzer. Ich mag immer diese Glitzerpunkte. Sieht schön aus. Centering sieht aus wie weiß ich was. Rechts halt viel dicker als links, aber man kennt's. Cool. Sehr coole Karte. Gefällt mir richtig gut sogar. Okay, Code habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Und jetzt haben wir hier dreimal Astralglanz. Threemal. Three times. So, jetzt gucken wir mal. Hier stand jetzt kein Preis drauf bei dem. Ich weiß gar nicht, wie viel ich es nochmal gezahlt habe. Wir haben hier ein Fukano, ein Gladiantri, Feuerriegel, Hammer-Pokémon, Hippopotas, Arctip, Charmian und wir kriegen ein Hisui Myriador. Das erste Pack ist jetzt schon mal weg. Das hat uns nicht so viel Herz gegeben. Mir geht es noch immer nicht aus dem Kopf, dass es 7,95 oder wie viel hat es gekostet? 6,95, 7 Euro. Eine Promo und ein Booster. Ey, ich glaube, das ist voll viel. Keine Ahnung. Hut, Otaru, Bronzel. Schreibt mal bitte rein, ob das viel ist oder normal ist. Aber der Preis ist, hier war ja drauf. Das verkaufen ja zu dem Preis, was normal ist. Naja. Bounce, Ponita, Scarabon und geil! Hisuito Nupto Vista. Wild. Geile Karte, Mann. Ey, Tornupto von Hisui sieht so geil aus. Hammermäßig. Geile Karte. Ich habe tatsächlich, ich habe es euch nicht erzählt, ich habe tatsächlich gerade am Anfang, wo ich das hier aufgemacht habe und Tornupto gesehen habe oder dran gedacht habe, da wollte ich den echt jetzt gerade ziehen und ich habe den gezogen. Wild. Vista Tornupto.
geile Karte, das waren jetzt die restlichen, die dabei waren. Cool, 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 cool. Hammer. Und hier ist sogar ein Tornado drauf auf dem Booster Pack. Geil. Also ich muss sagen, wir gucken gleich mal. Hier, ich habe es eingeblendet gesehen, wie viel Tornupto wert ist. Und ich werde jetzt nicht mal nachschauen, ob das jetzt viel wert ist oder nicht. Erst nach dem Video. Und dann gucken wir mal, ob wir es rausbekommen haben. So ein normales Blister kostet 15 oder 16, glaube ich. 16 oder 17. So um den Dreh kostet ein Blister mit 3 Boostern und einer Promo, glaube ich. History Fukano. Boah, Sichlor. Auch eine wunderschöne Karte, Leute. Komm schon, gib uns was. Stopp. Wir kriegen nichts und wir kriegen ein Damitier in Holo. Na gut, okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Tornupto jetzt viel wert ist. Ihr werdet es am Ende sehen, beziehungsweise ich habe schon eingeblendet gesehen. Und wenn wir jetzt alles zusammenzählen, 7 Euro das eine Blister und ich sage jetzt mal 17 das Dreier, sind es 24 Euro. Ich denke jetzt nicht, dass wir das Geld raus haben. Ich denke jetzt nicht, dass Tornupto Vista über 30 kostet. Aber das waren auf jeden Fall die Hits. Also eigentlich sind mir die Preise voll egal, aber diesmal nicht, weil mir kommt es übel teuer vor. Ein Booster und eine Promokarte für 7 Euro. Weiß ich nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber das waren auf jeden Fall die Hits aus insgesamt 4 Boostern mit den 2 Promokarten, Evoli und Toxel. Und ich sage ehrlich, ist okay. Also ist okay, es gibt wirklich Schlechteres. Deswegen finde ich es ganz gut tatsächlich. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich bin raus, haut rein, bis dann und ciao, ciao.